1818 Orga TV, Servus und Hallo zu unserer heutigen Ausgabe. Wie es ja die letzten 4 Wochen auch schon war, haben wir auch heute wieder Riesenexperten eingeladen zu einem ganz besonderen Thema. Und zwar geht es heute bisschen um Unternehmensverarsche, Pistazieneis und Sonnenschein und ein Pirelli-Kalender. Was es genau damit auf sich hat, wird uns jetzt noch ein bisschen und meine Co-Moderatorin für heute, die Andrea Linzler. Andrea, ja. Möchtest du dich äußern zur Welt? Zur Welt, ja. Also die Themen beziehen sich eigentlich alle auf so das Oberthema mehr Schein als Sein. Das bedeutet, es wird viel vorgeplänkelt, es wird viel vorgegeben, aber es ist ziemlich wenig eigentlich dahinter. Ach so, also zum Beispiel, ich verspreche jetzt, es ist Gelbe vom Himmel, nee, genau. Das Blaue vom Himmel und kommt dann Gelbe vom Ei. Das Gelbe vom Ei. Genau. Blaue vom Himmel. Ja. So, aber im Endeffekt wird es nicht eingehalten oder es ist mehr Schein, als dass es wirklich irgendwas ist. Aber du bist natürlich nicht alleine in deinem Team. Genau, sondern, ich habe noch 2 Teammitglieder, die sind jetzt hinter der Kamera, deswegen können wir die euch nicht zeigen, aber das ist zum einen die Alla Himbuch und der Stefan Stieler. Ja, den Stefan, den kennen wir ja schon vornehmlich vom großen Praktikum. Ich würde sagen, um uns mal noch einen besseren Überblick zu verschaffen, was wir heute noch alles sehen werden, da ist nämlich auch noch was ganz Neues von einem Deutschlandstipendium dabei. Schauen wir uns mal die Sendungsvorschau an, bitteschön. Pistazieneis macht Sonnenschein. Ist Korrelation gleich Kausalität? Frauenförderung durch Pirelli-Kalender. Sind schöne Frauen gleich besseren Karrierechancen ausgesetzt? Fragezeichen. Verbrennungen durch Employer Branding. Sind Werbeanzeigen mehr Schein als Sein? Und ich war noch bei Vizepräsident Professor Schmidt, um mich über das Deutschlandstipendium zu informieren. Ja, auch ein Hallo von mir, ihr Lieben. Ich bin heute leider alleine, aber das macht nichts. Ich werde euch auch allein unterhalten. Kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Was haben Pistazieneis und Sonnenschein gemeinsam? Genau, wenn die Sonne scheint, esse ich gern Pistazieneis. Aber geht das auch umgekehrt? Das zeigt euch jetzt Alla Himbuch in ihrem Kurzfilm. Bitte schön. Nein, liebe Freunde, Pistazieneis verursacht keinen Sonnenschein, wie wir gesehen haben. Aber der Pirelli-Kalender verursacht so manchen Sonnenschein bei manchen Männern. Und zwar ist das der Inbegriff von Erotik, einer der weltbekanntesten Kalender auf der Welt seit 1964. Mehr dazu seht ihr jetzt von unserer amerikanischen Familie Ricky und Barbara Joyce. Bitteschön.
Oh yeah, Barbara, ich habe schon wieder eine so geile Frau gezogen. Guck dir das an. Oh, okay. She's so great. Wenn ich jetzt noch die andere finde. Oh no. Oh, it's Donatella Versace. Oh no. She's so fucking ugly. Ricky, du findest immer nur die tollen Frauen. Ja, natürlich. Guck doch auf meinen Stapel. Es sind so tolle Frauen, wirklich. Ich kenne zwar nur die Hälfte. Da hatte ich die Hälfte schon. Diese hier würde ich gerne noch haben. Wie, da hattest du die Hälfte schon? Ach, das war vor deiner Zeit, Barbara Joyce. Ah. Das war vor deiner Zeit. Guck dir an, was du für eine Ausbeute hast. Ja, und das sind auch tolle Frauen, oder? Guck dir an. Emo kann nichts, war ein Mann. Wo ist da die Korrelation, hm? Tja, ich assoziiere mit schönen Frauen. Denkst du, weißt du, guck, geh du doch mal einfach zum Friseur, ja? Geh du mal zum Friseur, dann würdest du auch den Job in einem Waschsalon kriegen. So, das würdest du mal mehr arbeiten gehen, könnte ich zum Friseur gehen. Ja. Und vielleicht einen Job bekommen. Sorry, meine Arbeit ist in einem Toupee-Laden. Glaubst du, ich kann zum Friseur gehen und mir die Haare kurz machen lassen oder was? Dann bring mir ein tolles Toupee mit. Weißt du was? Leck mich. Leck mich, wir gucken jetzt den Beitrag. So. Sind Sie es leid, dass Sie sich im Job nicht durchsetzen können? Wer hat Sie denn überhaupt gefragt? Werden Sie im Arbeitsalltag häufig ignoriert? Werden Sie in Ihrem Büro nur dann besucht, wenn sich jemand über Sie lustig machen will? Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, dann haben wir genau die richtige Lösung für Sie. Der Pin-Up-Kalender. Hängen Sie einen Pin-Up-Kalender von sich in Ihrem Büro auf und all diese Probleme sind wie weggeblasen. Lassen Sie sich von uns beraten. Besuchen Sie einen unserer hauseigenen Fotografen und lassen Sie einfach Fotos von sich machen. Sie können dabei anziehen, was Sie wollen, außer ein Indianerkostüm, Baseballmützen, Trikots, Helme, Bandshirts, Hosen, Strumpfhosen, nein, streich das letzte. Ihre Kollegen werden Sie für diesen einmaligen Einfall lieben und vor Ihrem Büro Schlange stehen. Unsere Forscher konnten beweisen, dass das Veröffentlichen eines Aktkalenders zu einem enormen Beliebtheitsboost führt. Aber vertrauen Sie uns nicht blind, sondern hören Sie selbst, was andere Frauen zu unserer Methode gesagt haben. Verpiss dich! Über Pin-Up? Also ich kann dir mal was sagen, willst du mich eigentlich ver***en oder was? Dieser Kalender hat mein ganzes Leben ruiniert und jetzt fragst du mich hier so eine Also, und mach die Kamera aus, also... Zögern Sie nicht lange, denn wollen Sie weiter auf dem Abstellgleis bleiben oder auf die Überholspur wechseln? Versuchen Sie erst gar nicht durch Ihre Fähigkeiten zu glänzen, wie zum Beispiel Fremdsprachen, Abschlüsse, Schlagfertigkeit oder Topflappen häkeln. Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite und denken Sie immer daran, das Auge ist mit. Rufen Sie unsere Berater noch heute an und erhalten Sie einen Kochkurs als Geschenk. Frauen gehören an Herd. Sie werden es garantiert nicht bereuen. Denn wieso den mühsamen Weg gehen, wenn die Lösung direkt vor Ihren Füßen liegt? Nebenwirkungen können sein, vermindertes Selbstwertgefühl, Verlust des Arbeitsplatzes und schwere Depressionen. Ja, Pirelli-Kalender, heißes Thema, an dem man sich leicht verbrennen kann. Aber apropos verbrennen, genau, unser nächstes Thema lautet Verbrennungen durch Employer Branding. Mehr dazu werden euch jetzt unser französischer Drei-Sterne-Koch Monsieur Baguette und seine attraktive Azubine Mademoiselle Croissant erzählen. Bitteschön. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Mein Name ist Monsieur Baguette, mit Vorname Jean-Pierre, bien sûr. So, und das ist meine wunderbare Azubine Mademoiselle Croissant. Mademoiselle Croissant, wir führen beide zusammen das Restaurant. Ah, wie geht's denn en allemand? Ah, je sais pas. Cuisse de Grenouille, ich kann dich nur empfehlen, Mesdames et Messieurs. Cuisse de Grenouille ist, wo ist es nochmal? Ach ja, in Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, sehr wichtig merken, Mademoiselle. Was werden wir heute cuisinier für das werte Publikum? Wir werden Ihnen heute präsentieren, wie Sie eine perfekte Employé-Branding kreieren können. Dafür ist gar nicht viel notwendig. Eine Grundlage von die viele Gehalte, die viele Geld, die schmackhaft. Die viele Geld machen wir alles Geld zusammen wir als in wunderbare Top. Grundlage. Hm? Oh, ganz frisch ist das Geld gekommen, oder? Mehr wie so. Mais bien sûr, da war noch so viel Geld dabei. So, ich möchte noch einmal kurz darauf hinweisen, das Rezeptbuch für Employé Branding. Employé Branding im Moment top aktuell in France. Ich würde sagen, wir müssen auch in Deutschland etwas mehr mit diesem Employé Branding tun. Also, alles wunderbar gegliedert. Was brauchen wir als zweite Zutat? Ach, zweite Zutat, sehr wichtig ist eine tolle Firmenwagen. Mais bien sûr.
Aber warum? Ist es jetzt ein Ferrari? Der Ferrari ist eine gute Marke. Ferrari hat gute Kritiken bekommen, ne? Ah, oui, mesdames et messieurs. Und le troisième? Sehr wichtig für Employer Branding ist auf jeden Fall ein gutes Betriebsklima, sehr freundliche Mitarbeiter und... Oui. Rein damit. Sehr freundliche Mitarbeiter. So, wir haben die ersten drei Zutaten zusammen. So müssen wir erstmal aufkochen, mesdames et messieurs. So, okay. Wir machen natürlich gute Vermischen insgesamt. Oui, oui, oh, da fehlt schon die Hälfte raus. Macht aber gar nichts. So, Mademoiselle, wir brauchen natürlich noch mehr Zutaten, aber wir haben natürlich wie alle professionellen Köche etwas schon vorbereitet. So, voilà. Ist es nicht wunderbar? Es sieht aus wie eine Geschmackssymphonie. So, wir wollen probieren. Mmh, Es duftet schon etwas très bien, ouais? Ja. So, möchten Sie füttern? Ich probiere. Es ist gut, aber irgendetwas fehlt noch. Etwas fehlt etwas noch? Etwas Wichtiges? Warten Sie, wir haben etwas vergessen. Mesdames et Messieurs, Sie müssen natürlich pürieren, Gericht. Es muss alles zusammengemixt werden, damit wir eine besonders gute Konsistenz erhalten. Das hier, perfekte Konsistenz. Nicht zu flüssig, nicht zu dick, wunderbar. Wunderbar. So, alors, was brauchen wir dazu? Monsieur Baguette, ich glaube, es wird noch ein bisschen Charme. Ein bisschen Charme, Individualität. Ich muss gucken, welches Gewürz. Ah, le Charme, Mesdames et Messieurs. Sehr wichtig für Unternehmen und besonders die Mitarbeiter. Da machen wir ein bisschen mehr. So, alors. Dann brauchen wir natürlich noch L'Individualität. Haben wir in der Kamera, damit Zuschauer auch wissen, welches Gewürz am besten. Sehr gut. So, machen wir noch ein bisschen Individualität dazu. Ja, très bien. Wir verrühren. Und was dabei hinauskommt, sehen Sie im nächsten Beitrag. Oui, mesdames et messieurs, wir essen jetzt. Au revoir. Ja, das war definitiv mehr Schein als Sein. Aber an der Uni ist das nicht so. An der Uni heißt es gleich mehr Sein als Schein. Und zwar ab dem Wintersemester gibt es das neue Deutschlandstipendium. Sven war beim Vizepräsidenten, hat sich darüber informiert, wie viele Studenten das machen können, welche Kriterien man erfüllen muss und vieles weiter mehr. Ihr könnt das jetzt im nächsten Beitrag sehen. Bitte schön. Ja, genau wie eben schon im Studio angesprochen, haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht zum Herrn Vizepräsident, Herrn Schmidt. Servus. Hallo. Wir haben ja gerade schon im Studio jetzt gehört, es geht um dieses Deutschlandstipendium. Können Sie uns mal kurz in ein paar einfachen Worten erklären, was es ist überhaupt? Also
Ja, das Deutschlandstipendium ist eine Initiative der Bundesregierung, letztendlich angetrieben von der Ministerin Chavan. Die Intention war und ist, ein bundesweites Stipendiensystem auf die Beine zu stellen, was ausschließlich dafür gedacht ist, um exzellente Studierende zu unterstützen während ihrer Studienzeit und die finanziell durch ein Stipendium zu fördern. Insofern unterscheidet es sich zum Teil von den mehr bekannten Stipendiensystemen. Das ist wirklich ein System, was für exzellente Studierende zur Unterstützung des Studiums gedacht ist und gekoppelt ist an eine Einwerbung von Drittmitteln außerhalb der Universität. Okay, und wer von den Studierenden kann das jetzt machen? Also ist das quasi auf bestimmte Fachrichtungen oder Fakultäten beschränkt oder ist das generell auf alle? Da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Alle Studierenden der Universitäten können sich prinzipiell dafür bewerben. Alle Bereiche werden gleich behandelt. Okay, wenn ich jetzt sage, ich bin richtig gut, ich engagiere mich meinetwegen noch irgendwo, inwiefern muss ich mich denn wo bewerben, wenn ich denke, ich bin dafür geeignet, so ein Deutschlandstipendium anzunehmen? Ja, also bei uns laufen diese Bewerbungen bei den meisten anderen Universitäten auch ausschließlich online. Das heißt, da werden Sie im Prinzip über das Web in diese einzelnen Bereiche hinein begleitet und müssen sich online dafür bewerben. Die Vorauswahl von diesen Bewerbungen, die erfolgt dann fachspezifisch. Das heißt, wenn das jetzt Bereiche sind, die aus der Fakultät 1 bei uns, Jura, Wirtschaftswissenschaften, dann wird es zunächst von der Kommission innerhalb des Faches sozusagen ein internes Ranking aufgestellt. Und wenn alle Bewerbungen vorliegen innerhalb der Universität, dann gibt es ein zentrales Gremium, in dem dann sozusagen aus den einzelnen Bereichen Vertreter dabei sind. Und dann werden die finalen Stipendiaten ausgewählt. Aber es geht wirklich auch nur um Noten. Also es können auch noch extra Aktivitäten mit einbezogen werden. Zum Beispiel Praktika. Sie können auch ehrenamtliche Tätigkeiten, besonderes soziales Engagement, aber das kann die exzellente Leistung nicht sozusagen komplett kompensieren. Aber also, als zusätzlichen Bonus. Also es ist dann quasi, wenn ich jetzt mit 1,2 im Schnitt da sitze und dann hatten andere auch 1,2, aber ich habe mich noch währenddessen im Aster meinetwegen. Genau, dann kommen solche Kriterien beschäftigt. Okay, gut. Wie viele können da überhaupt genommen werden? Also in einem Semester jetzt? Das wird von der Bundesregierung sozusagen vorgegeben, aufgrund der Studierendenzahlen an den einzelnen Universitäten. Konkret für unsere Universität bedeutet, dass wir haben im kommenden Wintersemester 70 Stipendien als maximale Anzahl zu vergeben. Und die können wir auch vergeben, Gott sei Dank, weil der Hinkefuß sozusagen bei diesen Stipendien besteht darin, dass pro Stipendium der Bund 150 Euro pro Monat an den Stipendiaten auszahlt. Das setzt aber voraus, dass die Universität es schafft, den zweiten Teil der Förderung, also die andere Hälfte von 150 Euro, selbst zu schultern, indem sie private Förderer sozusagen aktiviert, die dann das Stipendium auf 300 Euro pro Monat in finale Summe. 300 Euro ist ja gar nicht so wenig. Das ist hervorragend für die Studierenden, bringt die Universitäten aber oft in große Schwierigkeiten, weil es eben das Problem ist, dass man diese privaten Geldgeber finden muss, die sozusagen sich für ein Deutschlandstipendium ebenfalls einsetzen und dann diesen Betrag zur Verfügung stellen. Wenn wir das also nicht schaffen, dann würden wir auch die Unterstützung des Bundes nicht bekommen. Okay. Jetzt mal noch für alle, die vor allem BAföG empfangen, sehr interessant. Wie sieht es da aus? Also angenommen, ich kriege jetzt BAföG, bin aber auch ein ziemlich kluger Kopf und kann mich halt für dieses Stipendium bewerben. Fällt das dann weg oder wird es überhaupt nicht tangiert? Dieses exzellente Stipendienprogramm ist unabhängig vom BAföG. Also das hat damit nichts zu tun, weil es eben der Förderung von exzellenten Studierenden geht. BAföG hat ja einen ganz anderen Hintergrund. Das dient zur finanziellen Unterstützung. Wenn die Eltern beispielsweise nicht in der Lage sind, das Studium des betreffenden Studierenden zu unterstützen, also mehr sozusagen Notlage, Kompensation, und dieses Deutschlandstipendium ist unabhängig vom BAföG. Okay, jetzt zum Schluss möchte ich natürlich jetzt besonders noch von Ihnen noch ein paar kleine Tipps hören. Also wenn ich jetzt so eine Bewerbung habe, die zwar online ist, aber da wird man bestimmt auch oft genug noch sein eigenes Zeug dazu schreiben können. Haben Sie da irgendwie Tipps, dass man da die Möglichkeit vielleicht noch ein bisschen erhöhen könnte durch... Also da wir noch keine Erfahrungen haben, wir sind ja diesmal jetzt zum Wintersemester erstmalig überhaupt in diesem Bereich angetreten, kann ich Ihnen auch da noch keine Tipps geben, aber im Prinzip
die Fragebögen sind so formuliert, dass jeder Student die gleiche Chance hat. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, dass wir ein transparentes Verfahren, ein nachvollziehbares Verfahren hier etablieren, das den Studierenden von vornherein klar ist, was sie beantworten müssen, welche Kriterien sie erfüllen müssen. Und insofern werden dann alle auch gleich behandelt. Okay, dann danke ich Ihnen für das Interview. Vielen Dank. Und ich gebe zurück zu uns ins Studio. Ja, sehr interessant. Mehr dazu werden jetzt gleich Sven und Andrea zusammenfassen. Ich verabschiede mich an der Stelle, weil ich heute ein bisschen früher nach Hause gehe. Ich mache es mir noch daheim gemütlich. Macht's gut und bis nächste Woche. Schön, dass sie es direkt gesagt hat, sonst hätte ich nämlich noch erzählt, dass sie jetzt direkt nach Hause fährt und sich einen Lenz macht. Ja, Andrea, wir beide sind noch übrig geblieben jetzt in dieser fröhlichen Runde. Was hältst du von diesem neuen Deutschlandstipendium? Wir haben jetzt gerade gehört von Professor Schmidt, wie es so ungefähr in den Grenzen aussieht. Was hältst du davon? Ja, ich finde das eigentlich eine gute Sache. Warum sollte man nicht junge Leute unterstützen, die gute Qualifikationen haben, die gute Noten schreiben, aber sich weiterhin auch noch durch andere Engagements irgendwie auszeichnen? Warum sollte man die nicht fördern? Ja, vor allem ist es grandios, ist ja, dass auch wirklich diese anderen Engagements halt auch mit in die Bewertung einfließen. Ja. Das kennt man ja normalerweise gar nicht, dass wenn man meinetwegen im AStA jahrelang tätig war oder meinetwegen Fachschaften betreut hat oder selbst mitgewirkt, dass es dafür halt auch noch einen Bonus gibt. Es ist zwar jetzt kein Riesenbonus, also wenn ich eine 2-0 habe und kämpfe gegen jemanden mit einer 1-1 im Schnitt, dann habe ich auch damit keine Chance. Aber wenn es so Kopf an Kopf steht, 1-1, 1-1, dann denke ich, hat man da auf jeden Fall eine Chance. Aber wir sind viel zu weit. Wir sind schon alte Hasen an der Uni. Ja. Wollen wir mal auf unser heutiges Thema zurückkommen. Da habt ihr ja als Gruppe das alles ganz schön in Beiträgen realisiert. Genau. Das Pistazieneis macht Sonnenschein. Da werden jetzt wahrscheinlich die meisten sich gedacht haben, danach dem Beitrag, krass. Ja? da geht es ja um die Richtungen. Ja? Genau. Also ich mache jetzt einfach ein Beispiel. Ich bin FCK-Fan. Ja, das heißt, ich bin auch Fußballfan. Genau. Aber wenn ich Fußballfan bin, bin ich ja nicht gleich FCK-Fan. Das heißt, es ist nicht, also es geht nur in die eine Richtung, aber nicht in die andere. Genau. Kannst du das jetzt noch ein bisschen jetzt auf Unternehmen quasi ein Beispiel machen, wie das auf Unternehmensweise zu sehen ist? Also es ist ja so, dass bei diesem Pistazieneis-Beispiel, das gesagt wird, Pistazieneis verursacht Sonnenschein. Aber ist ja eigentlich ein Trugschluss zu sagen, Pistazieneis macht Sonnenschein. Es gibt ja keinen Sinn, weil der Sonnenschein eher den Konsum von Pistazieneis erhöht. Dass es quasi in die andere Richtung Kausalität gibt. Mhm. Und auf Unternehmen bezogen kann man sagen, dass es Mitarbeiterzufriedenheit gibt und einen Unternehmenserfolg. Und dass die Mitarbeiterzufriedenheit auf den Unternehmenserfolg sich auswirkt. Aber viel wichtiger bei diesem Aspekt ist eigentlich, dass sich der Unternehmenserfolg auf auch die Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt. Und das kann quasi im Endeffekt ja zu so einem Teufelskreis werden, sagen wir, der Unternehmenserfolg lässt nach. Die Unternehmer zeigen das ihren Mitarbeitern, dass der Erfolg immer, immer weniger wird. Das heißt, bei den Mitarbeitern schlagen dann die Alarmglocken. Oh nein, was hier, mein Arbeitsplatz ist in Gefahr. Genau. Und tun die Ellbogen ausfahren. Und so hin wird sich wahrscheinlich der Unternehmenserfolg nur noch mehr verschlechtern. Also es geht quasi um diese Einflussstärke. Dieser Crashdown halt. Da kommen dann mehrere Faktoren zusammen und alles geht dann halt bergab oder halt bergauf, wenn man, wenn man richtig Erfolg hat. Gut, euer zweiter Beitrag, der war Frauenförderung durch Pirelli-Kalender, hat mir ja persönlich besonders gut gefallen. Da haben wir gelernt, dass das Aussehen einer Frau durchaus auch förderlich sein kann für eine Bewerbung oder einen Unternehmensaufstieg, Karrierechancen, etc. Genau. Kannst du dich mal dazu noch kurz äußern? Um was geht es da genau? Geht es da jetzt um eine immense Oberweite oder ist es erlangt auch, wenn ich gepflegt auftrete? Nee, es geht hier eigentlich darum, dass thematisiert werden soll, dass wenn man Frauen quasi auf ihr Aussehen reduziert, also quasi zeigt, die Frauen, die gut aussehen, haben die Karrierechancen, die Frauen, die weniger gut aussehen, vielleicht weniger. Das ist quasi bei Frauen, im Gegensatz vielleicht bei Männern, dass es so gar nicht so im Vordergrund steht, ob die jetzt gut aussehen oder nicht, dass da eher die Qualifikation zählt. Bei Frauen halt darauf geachtet wird, wie sieht die Frau aus, ist die hübsch? Mehr quasi die Reduzierung auf das Äußere bei der Frau wie beim Mann und darauf hinzuschauen, ja, wäre die was für uns oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch zu Hause daran erinnern könnt, aber es war ja damals der Fall von der Bankiersdame, die also in der Bank gearbeitet hatte und wurde da aufgrund ihrer Schönheit
nicht ganz so behandelt wie Männer. Findest du, dass es immer noch in der heutigen Gesellschaft ein No-Go oder ist die Verschiebung doch eigentlich irgendwie gerechtfertigt? Was meinst du, nicht so behandelt wie also Männer? Es ist ja so, wie wir jetzt gerade erlebt haben, Frauen und Aussehen, ja, spielt auch vor allem für die Chefs dann anscheinend eine größere Rolle, als man eigentlich annimmt. Okay. Findest du, da ist auch irgendwie was dahinter? Also verstehst du das, dass da manche sagen, so eine hässliche Schabracke kommt man nicht an den Tisch? Naja, grundlegend würde ich sagen, das müsste ja nicht sein. Also es kommt immer noch darauf an, dass man was im Köpfchen hat und dass man was kann und dann eher jemanden einstellt, der wirklich qualifiziert ist für was, wie jemand, der gar nichts kann und gut aussieht. Und inwieweit sieht es dann aber aus, wenn ich jetzt zum Beispiel eine repräsentative Stelle zu besetzen habe? Zum Beispiel, also wenn ich jetzt eine Unternehmenssprecherin hätte, die jetzt meinetwegen einen sehr stark präsenten Damenbart und Weißt du, das ist jetzt auch nicht so jetzt. Es gibt wahrscheinlich schon Berufe, wo man gepflegt auftreten sollte, meiner Meinung nach. Aber ich denke, im Endeffekt macht es dann doch eher die Kombination, dass man was im Kopf hat und eventuell noch gepflegt aussieht und dann in dem Beruf sein Ding macht. Aber dass man jetzt sagt, nur weil die jetzt hier top aussieht, kommt die jetzt vor meine Kamera oder kommt die sonst wohin, ohne dass sie was kann, bringt ja nichts. So die Mischung macht's. Du hast gerade schon das Thema Kombination angesprochen. Ich möchte nochmal auf das Rezeptbuch Employé Branding, was natürlich Employer Branding heißt, klarerweise. Ja, da zählt auch die Kombination. Da haben wir ja vorher das Beispiel gehabt mit dem Kochtopf und haben da alle möglichen Zutaten reingeschmissen und hatten dann ein grandioses Gericht mit Charme und Individualität. Kannst du uns nochmal kurz erklären, wofür diese Symbole jetzt eigentlich gestanden haben? Also ja, es geht eigentlich darum, dass sich Unternehmen immer gerne so vermarkten, dass sie natürlich als sehr attraktiv für Bewerber dastehen, dass sie sich von anderen Unternehmen abgrenzen, dass sie das Beste bieten, dass sie das beste Gehalt bieten, dass sie den tollsten Firmenwagen bieten, das beste Betriebsklima etc. Ja. Und das halt oft mehr Schein als Sein ist, in dem Sinn, dass eventuell auch Kommunikationsfirmen beauftragt werden, die einfach diese Anzeigen standardmäßig fabrizieren, ohne dass quasi wirklich die Stärken, die ein Unternehmen wirklich mitbringt, irgendwie vermittelt werden können. Also man will quasi einfach nur das Top-Unternehmen sein, was die meisten Bewerber an Land zieht und wirbt dann halt mit äußerst schönen Dingen, auf die jeder anspringt. Also man tut sich dann quasi mit mehr schmücken, als man eigentlich zur Verfügung hat. Ja. Inwieweit kann mir das vorstellen? Also ich meine, wenn ich jetzt anfange mit einem Unternehmen und die sagen halt, ja, ich kriege jetzt meinetwegen 1.500 netto zum Anfang und arbeite mich dann hoch, aber das Unternehmen hält mich dann nicht weiter. Ist es dann irgendwie auch in gewisser Weise, in Anführungsstrichen, Verarsche mit diesem Employer Branding, wenn es halt weiterführend ist? Oder bezieht sich das nur halt auf den Direkten jetzt? Also ich hätte es jetzt erstmal auf den Direkten bezogen. Okay. So, dass man erstmal die Leute kascht und dann schaut, dass man sie halt hat und beibehält. Ist das auch eine Art Auswahlverfahren? Also dass man quasi, wenn jetzt eine Firma besonders attraktiv natürlich ist, dann bewerben sich ja auch immer mehr Leute. Wir hatten, ich glaube, letzte Woche war es, wo wir das Thema hatten, dass da halt auch die Anzeigen so gestaltet werden, dass da sich jeder halt dazu berufen fühlt, sich dahin zu melden, aber eigentlich suchen sie jemand ganz anderes. Könnte ich mir jetzt schon vorstellen. Mhm. Wäre ja eigentlich keine schlechte Idee, erstmal alles zu holen und dann auszuselektieren, was am besten übrig bleibt und was gut ist. Ja, ist halt schon nicht so die feine englische Art, nicht wahr? Nö, das nicht, sicherlich nicht. Das ist nicht die feine englische Art. Ja, liebe Zuschauer, ich gucke auf die Uhr. Ich sehe, wir sind kurz vor knapp. Ich möchte aber heute zusammenfassen. Wir haben ganz kurz besprochen quasi, wie am besten, Andrea, mach's nochmal in einem knackigen Satz. Wir haben heute besprochen, dass unser Thema mehr Schein als Sein ist vorgeplänkelt wird und nichts dahinter ist. Ja, wir danken unserer amerikanischen Familie, die wir jetzt wohlbehagt zum Steakessen schicken und dem französischen Koch, der bestimmt heute Abend die Cuisine aufmachen wird. Also fahrt nach Aix-en-Provence und schaut euch das Restaurant Cuisse de Grenouille an. Wer bei leo.org nachschlagen wird, es heißt Froschschenkel. So, nächste Woche sehen wir uns wieder mit einem neuen Expertenteam, das uns zeigen wird, was es kann. Und ich würde sagen, guckt uns bei Facebook an, schreibt uns über Babbel und wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao. Ciao. Und hier nun wieder die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag, den 7.7., startet der Zoowärter mit Kevin James und Company Man mit Kevin Costner und Ben Affleck.
Am Freitag, den 8.7. läuft in Saarbrücken Folgendes. Uni Royal heißt es ab 23 Uhr im 7. In der Garage ist ab 23 Uhr wieder Best-of angesagt. Und Geiz bleibt geil gibt es ab 22 Uhr im Nachtwerk. Orga TV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.